Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. 2. Korinther Kapitel 5, Verse 16 bis 18. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch, und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Gott macht alles neu. Das ist wahrhaftig und gewiss. Offenbarung 21, 5. Wer behauptet, die Bibel ist unmodern und veraltet und die moderne Wissenschaft hat die Aussagen der Bibel relativiert, abgeschwächt und auch als falsch erkannt, der hat wirklich keine Ahnung. Hier ist meist nur der Wunsch der Vater des Gedanken, nach dem Motto, was nicht sein kann, das nicht sein darf. Wer der Alte geblieben ist, das sind die Menschen. Wer Probleme schafft, das ist der Mensch und nicht Gott. Gott schafft Lösungen, das steht fest. Das Wort Problem stammt vom altgriechischen Problematon, also das, was zur Lösung vorgelegt wurde. Das Problem eines Problems ist die Lösung und die Person, die die Lösung anbietet, anbieten kann und anbieten will. Wollen, wollen viel, aber können, können sie es nicht. In erster Linie, wenn es um existenzielle Dinge geht, die den ganzen Menschen betreffen. Das vorherrschende Merkmal eines Problems ist seine Schwierigkeit, die von trivial, also auf den ersten Blick lösbar, einfach, über einfach und schwierig bis hin zu unlösbar variieren kann. Das kennen wir ja auch. Die Schwierigkeit ist jedoch meist das unpräziseste und am wenigsten hilfreiche Merkmal eines Problems, denn die Schwierigkeitswahrnehmung hängt vom jeweiligen Problemlöser und den ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen ab und kann durch Fehlschlüsse die Sicht auf die wahren Hintergründe vernebeln. Und das ist das, was wir täglich erleben. Die Beurteilung der Schwierigkeit eines Problems ist in der Regel erst dann sinnvoll und akkurat, wenn die Merkmale ausführlich betrachtet wurden. Und was man betrachtet, darüber fällt man dann ein Urteil, dadurch bildet man sich eine Meinung. Aber das kann sehr unterschiedlich wahrgenommen werden, ganz individuell und subjektiv und darum auch das Problem nicht wirklich erkennen. Schon Pilatus fragte Jesus, was ist Wahrheit? Aber wir wissen, die Wahrheit ist eine Person, Jesus Christus. Man könnte auch einfach sagen, dass man die Lösung meistens nicht sieht, wenn man nämlich zuvor das Problem nicht sieht und wahrgenommen hat. Römer 7, 13. Die wahren Hintergründe unseres alten Problems zeigt Gottes Wort, der Zustand der Welt und das Zeugnis der Christen. Das sind letztlich die Dinge, auf die wir achten sollten und die wir wahrnehmen sollen und die wir im Licht der Bibel, im Licht des Heiligen Geistes erkennen und verstehen müssen. Das scheinbar Unlösbare ist für den Menschen gewissermaßen eine Schicksalsfrage geworden. Leider sehen nicht wenige Menschen in so einer für sie realen Ausweglosigkeit nicht selten nur den Weg in den Selbstmord, in die Verzweiflung, in das Gegenteil vom Glauben, in Verzweiflung. In Deutschland nahmen sich im Jahre 2022 genau 10.119 Menschen durch Suizid das Leben. Das waren 28 Menschen am Tag. Damit starben mehr Menschen durch Selbstmord als durch Verkehrsunfälle, Drogenmissbrauch, AIDS und Gewalttaten zusammen. Und dann will man uns erzählen, dass es die Christen sind, die Probleme haben und sich in eine Scheinwelt flüchten. Ganz verkehrt und
von der Realität so weit entfernt wie die Erde vom Merkur. Zu 2. Korinther 5,16 schreibt Karl Eichhorn, der hat von 1810 bis 1890 gelebt, war ein deutscher lutherischer Pastor. Er schreibt: Darum, von jetzt an kennen wir niemand mehr nach dem Fleisch, darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Jesus lieben heißt ihm leben. Ihm leben heißt eine neue Kreatur, ein völlig anderer Mensch zu sein. Ist das Alte vergangen und ist alles neu geworden, so kennen wir niemand mehr nach dem Fleisch. Was heißt das? Bei den Beziehungen zu unseren Mitmenschen gibt das Fleisch nicht mehr den Ausschlag. Das Fleisch ist die angeerbte Natur, die von Selbstsucht ganz verseucht ist. Solange wir noch in diesem alten Wesen stehen, sehen wir uns die Menschen nur darauf an, ob sie uns angenehm sind oder ob wir etwas von ihnen haben. Umgekehrt ist es, wenn wir in Jesus Christus eingepflanzt worden sind, wenn unser Adamswesen mit ihm gestorben und ein neuer Mensch in ihm aufgekommen ist. Nun fragen wir uns, was können wir anderen sein? Wie können wir ihnen nützen? Wir lassen die Menschen nicht gleichgültig an uns vorübergehen. Wir blicken sie an mit den Augen der Liebe. Wir sehen in jedem eine Seele, für die Christus gestorben ist. Ist der andere Jesus noch fremd, suchen wir ihn für den Heiland zu gewinnen. Hat er ihn gefunden, lieben wir ihn als miterlösten Sünder. Wir sehen nicht seinen Stand, sein Äußeres, sein Benehmen an und lassen uns durch ein unbeholfenes oder langweiliges Wesen nicht abstoßen. Vorliebe für gewisse Menschen und Abneigung gegen andere, Sympathie und Antipathie entspringen dem Fleisch. Der neue Mensch liebt, wie Jesus liebt. Der Heiland hat auch keine Lieblinge oder Bevorzugte. Er hat ein Herz für alle. Der Wiedergeborene sieht seine Mitmenschen in Christo an und sieht weg über die Dinge, die sich trennend oder abstoßend dazwischen schieben wollen. Er hat ein weites Herz, das mit jedem fühlen kann. Er möchte alle zum Heiland ziehen, damit sie so glücklich werden möchten, wie er selbst in Jesu ist. Die Jünger Jesu sind seine Brüder und Schwestern, auch wenn sie manches an sich haben, was dem natürlichen Empfinden unangenehm ist. Das erleuchtete Auge sieht Jesu Werk in ihnen. Was noch abstoßend ist, trägt man. Man zieht sich nicht zurück, wählt sich nicht seine Gesellschaft nach eigenem Geschmack. Man ist für alle da und sucht in Liebe zu bessern, was unschön am anderen ist. Das alte Wesen ist vorbei, und zwar mit einem Schlag. Man wird nicht allmählich besser. Wer darauf wartet, bleibt im alten Wesen. Wer an seiner Selbstbesserung arbeitet, macht die Erfahrung, dass es ihm immer schlechter wird. Je mehr er das Böse ausrotten will, desto stärker muss er seine Macht erfahren. Wer sich im Glauben dem Heiland anvertraut, mit dem wird es mit einem Mal nicht stückweise anders. Es ist ein Sterben und Geboren werden, und beides geschieht nicht nach und nach. Ein neugeborenes Kind ist ein ganzer, kein halber, nur noch eben kein entwickelter, ausgereifter Mensch. Es ist alles neu geworden. Das Neue ist im Grunde da. Es ist eine neue Grundrichtung vorhanden. Das Neue muss nun in allem Gestalt gewinnen. Des Apostels Herz schlägt höher bei diesem großen Erlebnis. Es klingt wie Triumph. Es ist alles neu geworden. Soweit. Jesus sagte: Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Lukas 5,31. Wer sich nicht selbst als krank bezeichnet, nämlich an seiner Seele, der sieht auch keinen Bedarf an irgendeiner Hilfe oder Medizin. Was bezeichnet die Bibel als alt? Es ist der Zustand des Menschen nach dem Sündenfall. Es ist der Tod. Es ist ein Virus, der als Sünde bezeichnet wird. Römer 5,12. Ungläubige sind gewissermaßen geistlich tote Menschen, weil sie die Wahrheit verleugnen und ignorieren. Das, was im eigentlichen Sinne lebt, ist ewig, aber nicht aus uns. Der Apostel Paulus schreibt in Epheser Kapitel 2, Verse 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch.
Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir daran wandeln sollen. Das ist das Neue, das Ewige und Gottes Werk. Unsere wahre Persönlichkeit gibt es nur ohne Sünde. Alles andere ist ein Trugbild und eine Projektion der Unversöhnlichkeit mit Gott durch Ablehnung von Jesus Christus. Wer den Sohn nicht hat und leugnet, der hat auch den Vater nicht. 1. Johannes 2,23. Das sollten wir annehmen und nicht mehr ablassen, daran festzuhalten. Wir sollen uns auch selbst nur noch als Kind Gottes wahrnehmen und nicht zurückschauen, denn wir leben in der Lösung und nicht mehr im Problem. In Markus Kapitel 8, Vers 34 bis 35 steht: Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's behalten. Gott segne, behüte und bewahre euch. Er stärke euch in eurem Glauben, in eurer Nachfolge. Jesus Christus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er hat ein gutes Werk in unserem Herzen, unserer Seele angefangen. Er wird es zu einem guten und seligen Ende führen. Gott segne und beschütze euch. Amen.